Servus, dieses Mal bin ich wieder mit Plan unterwegs und zwar will ich nach Blaubeuren zum Schillerstein, heißt es glaube und wie gehabt bin ich mit meinem Backroad unterwegs, leider nicht mit dem neuen FF, aber da ich weder Influencer noch berühmt noch Sportjournalist bin und ich mir das Rad auch nicht leisten möchte, eben mit dem Backroad AL. Und wie gehabt, nehme ich euch mit und jetzt würde ich sagen, geht's los. Ich fahre hier einmal querfeldein Richtung Schmiechen, Schellklingen und da geht's dann den Berg hoch Richtung Schillerfelsen. Aber das seht ihr dann gleich. Ich bin jetzt am Schmiechener See, das ist so ja, ein bisschen eine Moorlandschaft, würde ich jetzt mal behaupten, mit schönem Schilf, Wasservögel, ein paar Schotterwegen, wo man dann toll spazieren laufen kann oder Radfahren kann. Und hinter mir sieht man schon die ersten Hügel, wo es so langsam aufwärts geht, Richtung Alb. Und in die Richtung liegt sowohl Blaubeuren als auch das heutige Ziel der Fahrt, der Schillerfels. Aber jetzt mal erstmal kurz ein wenig Pause hinstehen, den Ausblick genießen und vor allem die Sonne. Ein Wind geht leider recht kalt, aber mit der Windwäsche geht es dann schon. Ich fahre jetzt hier durchs Höllental und wenn ich mir das Höhenprofil auf dem Wahoo so anschaue, könnte der Name auch Programm werden. Aber nachdem es mich vorhin schon fast zweimal hingehauen hat, ja, was soll denn schief gehen? Also das Höllental an sich war jetzt ja nicht so wild, aber der letzte Anstieg hier rauf, der hat es dann doch in sich gehabt. Ich habe dann einmal anhalten müssen zum Durchschnaufen. Ja, puh. Jetzt geht es in die Richtung weiter. Und dann dürfte es nicht mehr weit sein. Vorher auf dem Schild stand 4,3 Kilometer zum Schillerfelsen. Ja, puh, also, dann jodlich weiter. Oi, oi. Ziel erreicht, das letzte Stück hier rauf,
Von da kommend war Auenwald ziemlich steil. Da hinter dem Baum liegt der Schillerfels und da laufe ich jetzt kurz hoch und schaue mir das mal an. Kommst mit? Das ist jetzt also der Schillerfelsen. Man hat hier einen wunderbaren Blick über das Tal der Blau. Hier hinter mir sieht man Blaubeuren und da den Ortsteil Gerhausen. Und da unten sieht man dann die Blau, die Richtung Ulm fließt und da dann in die Donau. So viel zum Erdkundeunterricht heute. Ich gehe jetzt wieder zum Rad und düst dann weiter. Heute einen Tag später mache ich das Outro, weil ich es gestern dann zeitlich nicht mehr hinbekommen habe. Teil vom Video habe ich schon mal angeschaut und dabei ist mir aufgefallen, dass ich immer Schillerfelsen sage, derweil heißt es ja Schillerstein. Ich hoffe, man kann mir verzeihen. Ich gehe jetzt mein Rad putzen, weil das ist gehörig dreckig und sollte deshalb mal wieder geputzt werden. Die Tour von gestern war 70 Kilometer lang mit etwas über 500 Höhenmeter. Mir tun heute kräftig die Beine weh. Wenn euch das Video gefallen hat, wisst ihr, was ihr tun könnt. Und ich wünsche euch einen schönen Tag. Macht's gut. Bis bald. Ciao.